Die Inflation taucht jetzt auch im Schulranzen auf. Denn die Schulmaterialien sind um einiges teurer geworden. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Vor allem die Preise für Hefte und Zeichenblöcke sollen überdurchschnittlich stark gestiegen sein. Im Juli 2022 haben sie knapp 14% mehr gekostet als im Juli 2021. Das dürfte laut Bundesamt unter anderem daran liegen, dass das Papier knapp ist und die Kosten für die Papierproduktion steigen. Bei den Stiften und Farbkästen, Füllern und Füllerpatronen sowie Schulranzen sind die Preise im Vergleich zu Juli 2021 im Schnitt um rund 5% gestiegen.